Ja, hallo und herzlich willkommen hier von der U1-Eröffnung. Seit heute fährt die U1 ja nach Oberla. Wir bekommen 5 neue Stationen dazu, 4,6 Kilometer Strecke. Insgesamt wird die U1 zur längsten U-Bahn-Linie Wiens. Und wir schauen uns heute an, was aus den 5 Stationen geworden ist in den letzten 5 Jahren Bauzeit. Und so schnell ging es. Wir sind jetzt schon bei der ersten Neubaustation, bei der Trostraße gelandet. Die Station verfügt über 2 Zugänge, die direkt bei der Favoritenstraße liegen. Und hier beim Aufgang Klausenburger Straße gibt es Aufzüge und Rolltreppen, mit denen man einfach und bequem zum Bahnsteig gelangt. An den Aufzug schließt auch das Kunstwerk des Wiener Künstlers Michael Kinzer an. Und ihr könntet natürlich beim nächsten Besuch selbst ein Bild davon machen. Wir befinden uns jetzt hier mittlerweile am berühmten Verteilerkreis. Es ist die Station Altes Landgut. Wir haben hier 2 Zugänge, zum einen auf der nördlichen Seite direkt noch auf der Favoritenstraße und der zweite Zugang befindet sich am Verteilerkreis und heißt damit auch für alle Austria-Wien-Fans, dass sie jetzt direkt und umsteigefrei mit der U-Bahn ins Stadion fahren können. Auch alle Studentinnen und Studenten der FH Campus können sich freuen, denn sie haben in Gehweite jetzt ebenfalls einen U-Bahn-Zugang. Wir haben noch 2 Besonderheiten hier in der Station. Zum einen die Trasse, die hier unterhalb der A23 durchfährt und das in 30 Metern Tiefe damit der tiefste Punkt im Wiener U-Bahn-Netz ist. Und zum anderen befindet sich hinter mir die 50 Meter lange Rolltreppe, entlang dieser ein wirklich spektakuläres Kunstwerk auf die Fahrgäste wartet, mit dem wirklich sehr ausgefallenen Namen Gesichtsüberwachungsschnitten. Und was das heißt, könnt ihr euch natürlich selber bei einer Fahrt darüber Gedanken machen. Wir befinden uns jetzt hier in der Station Alaudergasse. Und wie ihr vom Hintergrund schon sehen könnt, es ist die letzte Station, bevor es dann quasi an die Oberfläche und ans Licht geht. Und dass die Station Alaudergasse natürlich auch ein wichtiger Punkt ist für die Bewohnerinnen und Bewohner der Per-Albin-Hansen-Siedlung, die jetzt einen sehr raschen Anschluss an die U-Bahn haben und somit noch schneller in die Stadt reinkommen. Zusätzlich wird die Alaudergasse auch zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, denn hier binden jetzt 5 Buslinien an, mit denen auch Bewohnerinnen und Bewohner aus den umgebenden Regionen schnell an die U-Bahn angebunden werden können. Wir haben aber schon dafür gesorgt, dass wenn einmal die Abzweigung nach Rot-Neusiedl gebaut wird und damit Wien die erste gabelnde U-Bahn-Linie bekommt,
schon einmal vorgesorgt und hier die Wendeanlage so weit umgebaut, dass eben künftig auch Züge nach Rot-Neusiedl fahren können. Wir befinden uns hier jetzt in der Station Neulau und wie ihr seht, ist es die erste Station an der Oberfläche. Die Station wurde errichtet auf der ehemaligen Trasse der Linie 67. Es gibt zwei Unterführungen, über die man zum einen südlich der Donaubahnlände auf den Bahnsteig kommt und zum anderen natürlich die Ader-Christengasse, bei der man über einen Steg zum Bahnsteig hier kommt. Wir machen uns dann auf den Weg zur letzten Station nach Oberlau. Wenn ihr dann bei der Fahrt euren Blick links aus dem Fenster wendet, seht ihr dort einige Betriebsgebäude, Abstellanlagen, Wartungshallen, in denen wir unsere Züge abstellen können. Denn es sind in der Spitzenzeit bis zu 31 Züge gleichzeitig unterwegs und da sind natürlich solche Abstellhallen absolut notwendig. So, und jetzt fahren wir los nach Oberlau. So, wir sind angekommen hier jetzt in der neuen Endstation in Oberlau. Die Station liegt direkt an der Therme bzw. auch bei der Kurkonditorei in Oberlau. Aber auch die lokalen Heurigen können natürlich mit U-Bahn jetzt sehr bequem und einfach erreicht werden. Ja, das war's von mir soweit, von unserer Fahrt auf der U1, auf der neuen verlängerten Strecke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat und wie euch die Stationen gefallen haben, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren unter mir austoben. Und wir freuen uns natürlich auf euren nächsten Besuch bei uns bei den Wiener Linien.